Willkommen zurück zu City Transport Simulator Tram Folge 5 und ein Tag nach Release des Spiels. Wir werden weiter in unserem Betrieb arbeiten. Ich habe mittlerweile jetzt auch die Early Access Version, also die gleiche, die ihr habt. Und jetzt habe ich was gesehen. Die Linie, die wir in der letzten Folge erstellt haben und gefahren sind, die Linie 4 mit der Münchner Tram, die ist einfach weg. Die ist einfach weg und wir können auch nicht mehr mit der Münchner Tram fahren. Ich weiß nicht genau, wie das passiert ist. Ich glaube, mein Speicherstand ist einfach verloren, weil ich vielleicht eine Vorabversion bekommen habe und jetzt die eben entsprechend die richtige Version geladen habe, die gleiche, die ihr habt. Und dementsprechend ist vielleicht einfach der Progress, den ich in der letzten Folge hatte, der ist jetzt deshalb vielleicht einfach verschwunden. Schade ist es auf jeden Fall. Aber das wird es, ne? Und dementsprechend habe ich jetzt einfach mal eine neue Linie eingestellt. Die Münchner Tram können wir irgendwie interessanterweise auch nicht fahren. Also die ist jetzt irgendwie auch gesperrt, weil da steht Level 10. Aber ich habe ja eigentlich Level 10. Ich sehe es zwar jetzt gerade nicht. Also hier steht nirgendwo, welches Level wir haben. Aber ich war ja auf jeden Fall in Level 10. Deshalb weiß ich nicht genau, was da passiert ist. Aber dementsprechend haben wir jetzt leider wieder nur, ja, den Ulf A1 zur Auswahl, was ich etwas enttäuschend finde, aber okay. Und dann fahren wir einfach mal auf unserer Linie 4, starten am Hauptbahnhof, fahren zum Freimutplatz. Freimutplatz? Moment. Doch, ja, genau, der Freimutplatz. Und machen das mal früh morgens um 6:15 Uhr und starten. Na gut, also es ist jetzt natürlich kein Weltuntergang, dass der Spielstand jetzt nicht der aktuellste ist. Es ist einfach nur ein bisschen schade. Aber. Ja, das wird es, ne? So sagt man bei uns in Köln. Ich komme zwar nicht aus Köln, aber es ist, wird es. In Tramau sagt man das bestimmt nicht. Naja, auf jeden Fall ist es eben so, dass wir jetzt entsprechend ein bisschen zurückgeworfen worden sind, aber das wird uns nicht weiter aufhalten. Wir fahren trotzdem weiter. Und ich frage mich, welches Level uns jetzt da oben rechts in der Ecke gleich angezeigt wird, sobald das Spiel einmal richtig geladen ist. Das werden wir sicherlich in wenigen Sekunden herausfinden. Und werden dann einfach trotzdem durch die Gegend fahren. Level 1. Wie bitte? Wie bitte? Ich fasse es nicht. Wir sind einfach in Level 1. Ich bin. Wie bitte? Okay, also ich werde das auf jeden Fall dem Entwickler zurückmelden, dass das irgendwie nicht sein kann, dass ich hier in Level 1 bin. Weil, also wir waren ja schon mindestens Level 10 zusammen, Leute. Ja, gut, dann ist es halt so, ne? Na gut, okay. Wir werden jetzt nicht hier weiter rumheulen, sondern einfach fahren. Fahrgastraumbeleuchtung machen wir an. Gibt es sowas wie eine Instrumentenbeleuchtung eigentlich? Bestimmt gibt es sowas, weil. Also ich will nicht das Kabinenlicht anmachen. Das ist ja fürchterlich. Und was? Wir dürfen 50 fahren? Nee, dürfen wir noch nicht. Haltestelle Iwata Park. Ich fasse es nicht. Wir sind einfach auf Level 1 zurückgeworfen worden. Haben wir nicht gesagt, dass wir im Hauptbahnhof starten? War das der Hauptbahnhof? Ja, okay. Das war der Hauptbahnhof. Das ist auch immer noch der Hauptbahnhof. So, ich weiß gar nicht, fahren wir hier geradeaus? Da steht im HUD gar nichts. Ja, anscheinend tun wir das. Ja, also irgendwie nervt mich es das schon, dass wir jetzt einfach auf Level 1 wieder gelandet sind. Das wird euch sicherlich nicht passieren, wenn ihr das Spiel im Early Access dann jetzt gekauft habt und spielt, dass da euer Spielstand verloren geht. Ich denke mal wirklich, dass das einfach nur mir passiert ist, einfach weil ich diese Vorabversion hatte und jetzt entsprechend die richtige Version und na gut. Ihr merkt, ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht ein bisschen. Aber okay. Wir werden schon damit zurechtkommen. Es ist kein Weltuntergang. Wir haben schon Schlimmeres überstanden, zum Beispiel die Baureihe 187 im TSW.
Ich würde auch gerne diese Haltemarkierung abstellen. Ich frage mich, ob das geht. Und ich frage mich immer noch, wo die Instrumentenbeleuchtung ist. Federspeicher. So, die Türen sollten jetzt gleich auch mal schließen. Nee, ich glaube, wir können keine Instrumentenbeleuchtung anmachen. Haltestelle Webertheater. Ja, ich habe natürlich eure Kommentare gelesen zu den letzten Folgen. Unter anderem kam auch das Feedback zum FIS, dass ihr da nicht so ein großer Fan seid, dass sie halt Haltestelle und nicht nächste Haltestelle sagt. So, ich glaube, wir dürfen fahren. Genau, dass dort halt eben Haltestelle gesagt wird und auch keine Pause zwischen Haltestelle und dem Haltestellennamen. Wobei es, glaube ich, sicherlich Städte gibt, bei denen die Straßenbahn- und Busansagen tatsächlich nur mit Haltestelle beginnen, ohne nächste Haltestelle. Allerdings stimme ich auf jeden Fall zu, dass zwischen Haltestelle und dem Haltestellennamen eine kleine Pause sein sollte. So, Türfreigabe nehmen wir raus. Und auf zum Olaf-Meyer-Platz. Wir dürfen rechts abbiegen. Haltestelle Olaf-Meyer-Platz. So, hier waren wir auch schon mal, ne? Ja klar, ja, Levelaufstieg. Also das finde ich ja fast schon jetzt zynisch vom Spiel, dass es mich in Level 2 jetzt aufsteigen lässt. Also normalerweise ist mir ja bei so einem Simulator, sind mir Level ziemlich egal, siehe TSW, da finde ich, gibt es nichts Unnötiges ehrlicherweise als Level. Aber hier ist es halt leider relevant für den Spielfortschritt. Na, also je nachdem, wir können ja erst bei Level 10 können wir die Münchner Tram, glaube ich, benutzen. Oder bei Level 8. Ne, ich glaube Level 10. Haltestelle Pulse Center. Und so weiter. Dementsprechend finde ich es halt einfach schade. Dass wir uns jetzt hier wieder zurückgeworfen sehen auf diesen Spielstand. Okay, ich habe mich, glaube ich, genug darüber beschwert. Kann das sein? Ich beschwere mich eigentlich schon seit Beginn der Folge darüber, dass wir leveltechnisch zurückgeworfen worden sind. So, ich sage dazu jetzt nichts mehr. Ich glaube, ich habe das genug erwähnt. So, am Pulse Center sind wir jetzt. So, weiter geht's. Auf zum Josefhof. Mit 20 km/h. Haltestelle Josefshof. Ja,
Ja, also jetzt, wo ihr es auf jeden Fall in den Kommentaren auch gesagt habt, finde ich auch, dass dort eine kleine... Ah, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ja, und jetzt? Ja, Mensch. Ja, ja, fahr doch. Fahr doch einfach dran vorbei. Ja, wenn ich jetzt fahre, dann wird er mir jetzt sagen, dass das... Dann wird er mir jetzt sagen, dass wir einen Unfall verursacht haben. Ja, ja, klar. Du bist mit dem Auto zusammengestoßen. Ja, genau, Spiel. Ich bin mit dem Auto zusammengestoßen. Kann ich ja nichts dafür, dass dieser Taxifahrer fährt wie eine besenkte Sau? Oh, jetzt bin ich auch noch über Rot gefahren. Naja. Was mir allerdings sehr gefällt an dem Spiel, ist tatsächlich die abendliche Stimmung oder morgendliche Stimmung bei Sonnenauf- und Untergang. Wie die Gebäude da teilweise beleuchtet sind, die Belichtung des Himmels, die Farben, die Lichter, die Scheinwerfer. Das sieht alles ganz hübsch aus, muss ich sagen. Auch ein Kritikpunkt, den ich gelesen habe im View-App-Discord-Server, also dem Discord-Server von dem Spiel, ist, dass die Frontscheinwerfer der Autos keinerlei, keinerlei Lichter haben. Und man sieht das auf jeden Fall. Das stimmt. Ne? Also Blinker funktioniert. Aber Scheinwerfer selbst. Ist die Tür noch auf? Ja. Okay. Befreie deinen inneren Star. Oh. Haltestelle Kaiserpark. Übergang zur Linie 1. Oh Gott, da wären wir fast über Rot gefahren. So. Was ich ein bisschen eintönig bei der Stadt hier finde, ist, dass die Haltestellen alle ja gleich sind von der Art und Weise, ne? Dass das eben die, dass wir als Tram in der Mitte der Straße sind, in der Regel zweispurig, meistens zumindest zweispurig. Die Haltestelle befindet sich dann auf dem Bürgersteig. Und die Autos fahren zwischen Straßenbahn und Haltestelle. Und selten gibt es, wie hier in diesen Fällen, so eine Mittelinsel als Haltestelle. Baumhornstraße. Übergang zur Linie 1. Fände ich auch ganz schön, wenn es sowas häufiger gäbe. Oder auch mal durchaus so einen grünen Streifen innerhalb der Stadt. Ist ja eine fiktive Stadt. Man hätte es einfach als gutes Vorbild mal vorleben können, dass Grünstreifen für Straßenbahnlinien sehr, sehr sinnvoll sind und auch immer häufiger eingesetzt werden und auch werden sollten, weil sie unter anderem nicht nur das Mikroklima in der Stadt verbessern, ne? Also es ist ein bisschen kühler, sondern auch, und das muss man definitiv eingestehen, Gras nimmt mehr Wasser auf als Asphalt. Das heißt also, wenn es regnet, bleibt in der Regel sehr viel weniger Wasser auf der Straße liegen. Bei diesen krassen Regenfällen, man kennt es in letzter Zeit immer häufiger aus Deutschland, wenn das Wasser auf den Straßen liegen bleibt, dann steht das Wasser teilweise Meter hoch. Haltestelle Freimutplatz. Übergang zur Linie 1. Fahrtende. Wie Bitte Fahrtende? Aussteigen. Moment. Hä? Da ist das Ende der Map. Okay. Ach so, okay, gut, wir biegen hier rechts ab. Ich dachte schon. Genau, und was auch ein Vorteil ist am Grünstreifen, ist, dass auch Lautstärke geschluckt wird. Das heißt also, Straßenbahnen, die über so einen Grünstreifen fahren, sind deutlich leiser für die Umgebung, als wenn eben auf Asphalt gefahren werden würde. Oder die Gleise in Asphalt eingelegt sind. So, dann
Überspringen wir die Pausenzeit und fahren zurück. Ja, Abfahrt. Das finde ich irgendwie ganz schön an diesen Pausenzeiten, dass wir dann dadurch im Grunde genommen die Verspätung wieder reinholen können. Ja, Level 4. Level 10, liebes Spiel. Haltestelle Baumhornstraße. Übergang zur Linie 1. So, wir dürfen fahren. Man hätte auch das einfach weglassen können, oder? Das killt nämlich so ein bisschen die Immersion. So, wir halten an. Ist denn die Tür noch auf? Huch. So, jetzt aber. Haltestelle Kaiserpark. Übergang zur Linie 1. Ab hier dürfen wir 50 fahren. Also mir gefällt das wirklich hier mit dem Himmel und so. Das sieht schon sehr hübsch aus. Dann sind wir im Kaiserpark. Und hier weiß ich gar nicht, ob wir rechts abbiegen oder geradeaus fahren, denn das ist im HUD mal wieder nicht eingezeichnet. Also man muss jetzt sagen, nachdem das Spiel veröffentlicht worden ist, es hat Potenzial. Ich finde, es macht auch Spaß. Die Fahrphysik ist auch ganz gut. Oh, ich hoffe nicht, dass wir jetzt rechts abbiegen. Nee. Oh doch. Oh, bleib stehen. Oh, ein Glück bleiben die jetzt mittlerweile stehen. Genau, also die Fahrphysik ist auch ganz gut. Haltestelle Josefshof. Es gibt so ein paar Probleme. Und man muss aber auch sagen, das Spiel ist halt im Early Access, ne? Also es ist noch nicht perfekt. Also es ist auch zu einem vergünstigten Preis zu kriegen, aktuell für 29,99. Sollte das Spiel aus der Early Access rauskommen, wird es auch sicherlich teurer werden. Ich würde so sagen, so 35 oder sowas kann ich mir gut vorstellen. Es hat viel Potenzial. Auch mir gefällt es, wie die Sims hier tatsächlich reingehen und sich hinsetzen und nicht einfach nur verschwinden. Mir gefällt die Umgebung, aber was halt definitiv auffällt, und das habt ihr auch schon ein paar Mal in die Kommentare geschrieben, es ist einfach zu wenig los. Dafür, dass es eine Großstadt ist, ist hier einfach zu wenig Leben. Haltestelle Puls Center. Na, da stehen so ein paar Sims, die stehen ja an den Haltestellen und das ist schön und gut. Aber ansonsten, sowohl der Autoverkehr viel zu wenig, als auch die Leute, die so auf den Straßen unterwegs sind, viel zu wenig für eine Großstadt. So. Okay, dann sind wir jetzt wieder am Pulscenter angekommen. Hier auch eine Wendeschleife übrigens.
Genau. Haltestelle 4, Linie 4. In beide Richtungen hält sie hier. Eigentlich wäre es schöner, wenn sie dort halten würde. Aber das kann man nicht einstellen. Ja, und auch fehlt uns hier unsere Linie, weil die geht eigentlich hier so. Also das ist auch nicht perfekt. Also in Ansätzen gut, aber an einigen Stellen ist da noch definitiv, ist das Spiel definitiv ausbaufähig. Aber, und das ist halt Haltestelle Olaf-Meyer-Platz. Das ist halt eben auch die Sache vom Early Access. Euer Feedback ist halt relevant an dieser Stelle. Da haben sich auch einige Leute gefragt, ja, View-App, das kennen wir jetzt von Trumps in Vienna und Trumps in Munich. Ne? Also, manchmal ist es echt schwer, den zu treffen. Von Trumps in Vienna und Munich, dass die Entwickler da viel versprochen haben und nichts davon eingehalten haben am Ende und jetzt hier diesen nächsten Teil da rausbringen. Und im Grunde genommen die alten Spiele dadurch jetzt verbannen. Da kann man natürlich nur hoffen, dass es jetzt hier ja nicht so dann enden wird wie mit den Vorgängerteilen eben, sondern dass hier dann die Entwickler sich um dieses Spiel kümmern. Ich glaube, ein wichtiger Teil dessen war, und das weiß ich aber nicht ganz genau, sondern das ist nur so ein bisschen meine Vermutung, was ich so zwischen den Zeilen gelesen habe, dass das ursprüngliche Entwicklerstudio nicht so ganz zufrieden war mit dem Publisher, ne, mit Aerosoft, dass das irgendwie nicht so ganz nicht so die gute Kooperation war, die man gerne gehabt hätte. Und jetzt halt eben DTG als Publisher genommen wurde und DTG kennt sich auch mit Konsolen-Release aus und so weiter und so fort und ich kann mir vorstellen, dass jetzt tatsächlich View-App da definitiv am Ball bleiben wird mit dem Spiel. Einfach weil sie jetzt vielleicht eine ganz andere Publisher-Plattform haben und dadurch, dass sie jetzt das Spiel auf der Konsole auch publishen konnten, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das schon bedeutet, dass das Spiel eine längere Zukunft hat und dass halt mittels DLCs vermutlich die Karte erweitert wird und eben entsprechend auch neue Fahrzeuge kommen. Welche Fahrzeuge sind, das ist jetzt noch nicht ganz klar. Ob nicht vielleicht auch doch nochmal irgendwann Real-Life-Karten kommen werden. Also aktuell würde ich nicht davon ausgehen. Haltestelle Iwata Park. Ne, aktuell glaube ich, fährt View-App ganz gut damit, ihre fiktive Stadt hier weiterzubauen. Und hübsch sieht die Stadt auf jeden Fall aus, ne? So. Ey! Mann, also hier Herr DHL-Fahrer. Ich fasse es nicht. Ich habe das Gefühl, dass dieses Spiel so ein bisschen meine schlechten Seiten hervorbringt als Tramfahrer, dass ich manchmal doch sehr aus der Fassung gerate. Was ja normalerweise in meinen anderen, sagen wir mal, Stammsimulatoren nicht passiert. Aber hier habe ich das Gefühl, es ist wirklich alles so ein bisschen Action. Und nächster und letzter Halt ist der Hauptbahnhof. Haltestelle Hauptbahnhof. Übergang zur Linie 1. Zur Linie 1. Fahrtende. Bitte aussteigen. Man kennt die berühmte Linie 1. Auch eine komische Spurführung. Beziehungsweise, ja, also das ist nicht realistisch. Thank you.
Mir hat auch jemand gesagt, dass es tatsächlich so ist, dass wenn man hier über diese festen Weichen fährt, es in der Regel Geschwindigkeitsherabsetzungen gibt für Straßenbahnen. Und dass in den seltensten Fällen da tatsächlich mit 50 drüber gebrettert wird, sondern meistens mit 20, manchmal mit 30, aber definitiv nicht mit 50. Weil das habe ich auch in einem der letzten Videos mal gefragt. Markt Plus. Auch krass, dass wir jetzt innerhalb eines Videos 5 Level aufgestiegen sind, aber wir vorher 4 Videos gebraucht haben, um auf Level 10 zu kommen. Okay, da wartet unser Kollege. Da sind wir ein bisschen zu früh angekommen. Kann das sein? Schön wäre es, wenn wir auch hier halten könnten. Aber ich wüsste nicht, wie wir das einstellen sollen. Können wir eigentlich gegeneinander kollidieren? Strecke abgeschlossen. Ja, ich überspringe kurz die Pausenzeit, weil mich das... Nein, jetzt fährt er los. Ah, schade. Na gut, okay, dann lassen wir das. Holen uns das hier mal ab. Ja, ich weiß nicht warum, also aus irgendeinem Grund haben wir hier wieder von vorne angefangen. So, jetzt nicht wie in der letzten Folge einfach das Spiel beenden. Ja. Ja, ja gut, ne? Ja, also so viel dazu. Ich würde sagen, ich mache hier mal vielleicht ein bisschen alleine weiter, um wieder auf Level 10 hochzukommen. Und wenn wir dann im Level 10 sind, dann werde ich euch wieder zurück mit ins Boot holen und dann können wir weiterspielen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.